Simon Zeisler is clearly very impressed as he inspects the cubicles in his cowshed. Since he started using straw pellets as bedding, he has seen many improvements. In den Liegeboxen bei den Kühen braucht es extrem viel weniger Stroh, arbeitstechnisch viel ein geringerer Aufwand. Man muss nur noch Kot draus machen, weil die Matratze viel härter ist als nur mit Häckselstroh. Also wir haben jetzt nach 3 Wochen das erste Mal nachgestreut. Und auch bei den Kälbern, es braucht einmal pro Woche eine Schaufel auf ein Iglu. Das genügt, und das für das Nasse aufzusaugen. The young farmer and his family tend a 55-head dairy herd in the Swiss canton of Bern. With milk yields averaging 11,000 litres, Simon leaves nothing to chance. The pellets are perfectly consistent with the overall concept. The initial idea came from his contractor, Res Fiechter, who has been in the straw business for a long time and who operates several round and square balers. To expand his services, he took up pelleting and invested in a KRONE Premos 5000, the first of its kind in Switzerland. Ja, es hat diverse Gründe. Einerseits ist sicher eine Alternative zu Holz mit den Hobelspänen, mit Sackmäulen, die man bis jetzt eingesetzt hat. Die Pellets, die handelsüblich sind, weiss man nicht genau, wo die Herkunft. Mein Ziel ist, aus den inländischen Produkten, also sprich Almgüter, so zu veredeln, was wir auf den Betrieben einsetzen können. It's the beginning of August. By now, the Premos 5000 has been busy pelleting for 4 weeks. The machine gathers the straw from the swath and forms the pellets in one operation, forcing the material through holes at high pressures. Premos can produce up to 5 tons of pellets per hour, the equivalent of a 9-cubic-meter hopper. Its actual throughput depends heavily on the prevailing conditions. Bei uns ist es immer ein wenig schwierig. Manchmal habe ich 5 Tonnen Leistung, manchmal habe ich 2 Tonnen Leistung. Das ist immer sehr schwierig. Ich war da in Solothurn, also in der Nähe von Solothurn, da haben wir auf 3,2 Hektar 19,9 Tonnen Würfel gemacht. Und im Friburger haben wir auf 5 Hektar nur 11 Tonnen gemacht. To use the Premos to its full potential, it should be given the appropriate tractor power. Res Fiechter uses the flagship machine from Valtra, an S394, that develops a boosted output of 405 horsepower. With the engine working at full load, the combination covers 1 to 3 kilometers per hour. Not exactly a breathtaking rate, and yet Pascal cannot afford to make any mistakes. Ich glaube, das Wichtigste ist das Hörgefühl oder auch auf dem Sitz, dass man den Traktor spürt. Ich achte darauf, dass doch immer der Schlepper noch 100% Leistung gibt, aber dass die Premos nicht stehen bleibt. Mein Ziel ist immer, am Tag möglichst die Premos nie zu stellen. Sonst verliere ich zu viel Zeit mit dem Returnieren und alles. Das soll ich sagen. Berndeutsch gesagt, schieß mich an, oder? Aber das ist das Schwierigste, das Optimum zu finden mit dem Traktor und der Presse und dem Stroh. Manchmal geht es einen halben Schwath gut, kommt ein wenig Grünes, dann ist fertig. Wenn du immer zu oberst wärst, oder? A foldable elevator belt unloads the pellets into the trailer. At bulk densities of 600 to 700 kilos per cubic meter, pellets require 3 to 5 times less storage space than straw bales. This means more material can be transported in every haul, making transport logistics, especially long-distance logistics, more productive. Res Fiechter uses the pellets also on his own farm, for example for bedding his poultry shed, which houses 13,000 free-run laying hens looked after by his farmhand Michael Rowley. What has changed since they adopted pellets? Ich war anfangs ziemlich dagegen und bin jetzt umso mehr überzeugt. Seit wir die Pellets haben, müssen wir viel weniger nachstreuen. Im Sommer streue ich etwa einmal im Monat nach und misten muss ich praktisch nichts, den Boden. Es braucht auch vom Volumen her weniger Material, das man in den Stall hineinbringen muss. Weiter ist auch, dass die Späne kleben viel, viel schneller an am Boden. Wenn man einen Stall hat, der ein bisschen viel Feuchtigkeit zieht, klebt das sofort am Boden an und dann muss man viel mehr misten. Bei den Premos ist das nicht der Fall, weil die Hühner streuen praktisch selbst nach, sind viel mehr am Scharren
Und so kann das Material auch weniger schnell ankleben durch den Mist, weil die immer in Bewegung sind, die Hühner. They have also noticed a significant drop in injuries due to pecking of tail feathers and toes amongst the hens. Even egg quality has improved since they began using pellets. Wir haben jetzt mit den Premos viel weniger Staubbildung, was wir vorher hatten. Und das wirkt sich dann auf die Eier aus, da wir weniger Staub hat, der sich absetzt und somit die Eier keine Ringe kriegen. Die kriegen Staubringe, wenn zu viel Staub im Stall ist. Und das haben wir, seit wir die Premos-Würfel einstreuen, deutlich weniger. The KRONE Premos forms the pellet solely by applying high pressure. No inoculants are added and the straw is not chopped before it is pelleted. This keeps the structure of the holms intact, which is critical for their use as bedding. Wenn das Pellet aufgelöst ist, dann gibt das durch das feine Stroh eine richtig gute Matratze. Ja, und die Feuchtigkeit ist weg in den Liegeboxen, weil es wird alles restlos aufgesaugt. 1 kilogram of straw pellets absorbs up to 4 liters of water. Over time, the pellets disintegrate into fine fragments of straw, a property that makes the material also very suitable for slurry application. Simon Zeisler has observed the pellets change the consistency of the slurry. Sie ist fließfähiger, ja. Man hat sicher nicht weniger in der Gülle, aber das Stroh ist kürzer als das Häckselstroh und damit, ja, ist sie fließfähiger. Mikael Rolli uses pellets even in horse boxes. What has been his experience here? Als wir das erste Mal gewechselt haben, gab es auch einfach deutlich weniger zu tun. Und was bei den Pferden auch noch ist, die Ammoniakbildung im Vergleich zu den Spänen ist deutlich weniger. Auch für die Hufe ist es sicher besser. Die Späne, das Holz greift die Hufe sicher mehr an. Das ist sehr wichtig und da hat man einen guten Kompromiss gefunden als Spänersatz für solche Pferde, die man nicht auf Stroh stellen kann oder darf, weil sie zum Beispiel Kolikgefahr haben. Und so hat man die Hufe gesund und das Pferd bleibt auch gesund. To dissuade the horses from eating the pellets, deep fry oil is added to the straw from an additive tank on the rear end of the machine before the material is pelleted. Pig farmers use pellets to add crude fibre to the animal feed and as material to keep the pigs occupied. Being pressed into the dye holes at high pressures, pellets are very hot and nearly sterile when they leave the drum. Res Fiechter has made countless experiments using pellets in all kinds of livestock sheds. Momentan sind sie geeignet, wo wir sehr viel Erfahrung haben, ist die Rückelhaltung bei den Ross, bei den Säuen und bei Rindviehhaltung. Einerseits in den Liegeboxen, bei Aufzucht wird so die ersten Versuche laufen in den Tiefstreuversuchen. Mit dem Resultat, dass man einfach viel weniger Stroh braucht. Night has fallen by now. Pascal is still pelleting. He must stop when the material gets too damp. Like a straw baler, a pellet harvester is up and running only during a few weeks in the season. Therefore, it is essential for Res Fiechter to additionally use the Premos as a stationary pelleting machine. So he also ordered the bale shredder that is available as an accessory from KRONE. The table is long enough to accommodate several square bales. The twine is removed automatically from the bale and collected in a bin. 4 vertical milling drums peel off the straw and feed it into the machine, which can reach very high throughputs in stationary use when conditions do not vary. Res Fiechter is very sure that pellets are and will be playing a pivotal role for his way of farming, both as a service and a product. Also ich selber glaube an die Zukunft des Bellet, sei es vom Schüttgut her, sei es vom Volumen her, Volumen zum Gewicht, auch gerade mit der ganzen Beschüttungsschicht, wo man nachher relativ wenige Probleme hat mit dem Längsstrauanteil in den Schleppschlauch- und Schleppschuhverteilungssystemen. Wir werden das Bellet weiterhin verfolgen und ganz klar anbieten.